Herzlich willkommen zum ADAC GT Masters Magazin. An diesem Wochenende ging es am Lausitzring richtig zur Sache. Und auch in Sachen Meisterschaft ging es richtig zur Sache. Die heiße Phase hat nämlich längst schon begonnen. Das vorletzte Rennwochenende stand an. Und 4 Teams sind insgesamt angereist, hatten theoretisch die Möglichkeit, am Ende dieser Saison noch Meister zu werden. Spannung pur also angesagt. Und Moritz Blume gibt ihm mal einen Überblick über den Stand der Dinge vor diesen beiden Rennen. Der Meisterschaftskampf wird allmählich zur Nervensache. Zu eng ist es an der Tabellenspitze. Die Top 4 liegen innerhalb von 20 Zählern. Die Top 2 trennt gerade mal ein einziger Punkt. Ja, natürlich, als Führender hat man immer den meisten Druck, das ist klar. Wir sind ja schon wieder die Gejagten in diesem Jahr. Dazu zu viele Unwägbarkeiten. Eine neue Strecke, das Thema Corona und offene Entscheidungen aus vergangenen Rennen. Ohne den Protest würden wir beide Wertungen anführen. Mit dem Protest sind wir in der Fahrerwertung mit einem Punkt Abstand auf Rang 2. Da wird es jetzt irgendwann in Berufung gehen und dann erwarten wir das Urteil. Der Red Bull Ring hallt nach. Die TOC-Sportmannschaft ist der Ansicht, dass sich der SSR Porsche beim Start einen Vorteil verschafft hat, indem er jenseits der Track Limits überholt. SSR geht in Berufung, meint, dass sie gerade von der TOC-Sportmannschaft weit geschickt wurden. Zudem sollten die Track Limits in der Startphase gar nicht zählen, um Unfälle zu vermeiden. Der Ausgang in der Sache? Ungewiss. Wir werden aber trotzdem alles tun, auch ohne diesen Protest, möglichst vorne zu stehen und daran arbeiten wir jetzt die nächsten 2 Wochen. Arbeit ist das Stichwort, denn auch die Strecke stellt die Teams vor eine neue Herausforderung. Lausitzring ist in diesem Fall nicht gleich Lausitzring. Die Kurzanbindung fällt dieses Mal weg, die lange Gegengerade wird noch länger, 3 Kurven kommen neu dazu. Eine kleine Streckenänderung natürlich hat ihn einen Einfluss. Wie das Pendel da genau ausfällt, müssen wir erst abwarten. Für Audi, glaube ich, ist es noch 3 Kurven, wo wir von unserem mechanischen Grip profitieren könnten. Ich denke mal, was man so im Training gesehen hat, dass uns auch die lange Version vom Lausitzring ganz gut liegt. Mir persönlich macht es ja auch mehr Spaß, man hat mehr Überholmöglichkeiten durch die 2 Geraden. Ganz so sicher kann sich bislang hier aber keiner sein. Die freien Trainings am Freitag sind komplett verregnet. Das Lausitzer Seenland lässt grüßen. Ein ordentliches Setup herauszufahren, war damit ungleich schwerer. Über all dem schwebt aber natürlich auch das Thema, was uns das ganze Jahr schon begleitet. Corona ist im Titelkampf angekommen. Sven Müller hat es erwischt, ist positiv getestet und kann am Saisonendspurt nicht teilnehmen. Wir wünschen an dieser Stelle erst einmal eine gute Genesung. Ja, es tut mir mega leid für Sven, dass er jetzt aufgrund einer Krankheit aus dem Titelrennen ausscheiden muss. Aber gut, ich habe jetzt mit Klaus Bachler eine sehr starke Vertretung bekommen. Corona ist aber nicht nur für die Fahrer im Einzelnen ein Thema. Ein möglicher Lockdown bedroht seit Wochen wie jede andere Sportveranstaltung natürlich auch das ADAC GT Masters. Natürlich ist allen klar, dass es in dieser schwierigen Zeit auch jederzeit dazu kommen kann, dass mal ein Rennen abgesagt wird. Ich muss da, glaube ich, dem ADAC und den Veranstaltern wirklich ein großes Kompliment machen, dass sie die Saison bisher so gut durchgezogen haben. Und im Moment sieht es ja auch noch so aus, wie wenn wir das Finale in Oschersleben haben werden. Ein frühzeitiger Abbruch der Saison könnte die Meisterschaft aber auch entscheiden. Umso wichtiger ist es, nach jedem Lauf ganz oben zu stehen. Das wiederum sorgt für noch mehr Anspannung, die hier auf dem Lausitzring wegen der vielen Unwägbarkeiten außergewöhnlich hoch ist. Ja, so war der Stand der Dinge in Sachen Meisterschaft, also vor den beiden Rennen hier am Lausitzring. Und dann wollen wir natürlich sehen, wie das erste Rennen gelaufen ist. Am Samstag, Patrick Simon fasst das Ganze für Sie zusammen. Das zweite Gastspiel am Lausitzring mit einem gut aufgelegten Indy Dontje. Der war noch mal Wasser lassen, kurz bevor er vom Rennleiter Nils Wittig gemeinsam mit Polesetter Robert Renauer die Ansage bekommen hat, wie es zu laufen hat am Start. Und so sieht es dann aus, wenn sie das in die Tat umsetzen. Schön mit den eingeschalteten Lichtern geht das in Richtung Kurve 1. Vorne alles klar. Porsche vor Mercedes. Dann aber Stijn Schotthorst im Lamborghini. Und auch einer der Land-Audis drückt sich da innen durch. Quersteher für Jannis Fittje.
der genau wie Maximilian Hackländer eine super Qualifikation hingelegt hatte, ist das viel Schieben, viel Rutschen, aber dennoch gesittet durch die ersten drei Kurven bis dato gegangen. Einer rutscht weiter raus, Charles Wertz, der hat zum Saisonstart hier noch gewonnen. Jetzt hat er die ersten Meter auf dem Gras hinter sich gebracht, gegen gerade. Die lange Variante wird gefahren, korrigiert die Fahrtrichtung auch Mick Wieshofer wieder. Ist Dontje dann im niederländischen Duell den Angriffen von Stijn Schotthorst ausgesetzt? Der GRT-Grasser-Pilot, super Qualifier, scheinbar auch auf den rutschigen Bedingungen stark in der Anfangsphase unterwegs. Porsche, Mercedes, Lamborghini und Audi in Form von Max Hofer dahinter. Schauen wir nochmal aus der Perspektive von Schotthorst, der aus der dritten Startreihe gleich mal rechts Jannes Fittje einkassiert, den KÜS-Team 75 Bernhard-Pilot auf den 911er. Ganz innen anbremsen, dann drückt er den Stier hinter der Schlange durch Kurve Nummer 1. Rad- und Radduell, Philipp Salacquada geht ein bisschen raus und folgt eigentlich nur Ricardo Feller. Das Quattro-Synchron-Kiesbett-Umflügen der beiden Audi-Piloten. Allerdings hier in der GT3-Version nur mit Heckantrieb unterwegs. Können aber beide zum Glück die Fahrt fortsetzen. Dauert bei Feller ein bisschen länger, bis er wieder Asphalt unter den Rädern hat. Sieht man auch im Verlauf der ersten Runde das Feld geordnet unterwegs. Spitze setzt sich allerdings gleich ein bisschen ab. Dontje konnte im Holland-Duell Schotthorst hinter sich behalten. Geht hier einer geradeaus auf der Bremse. Das ist Alfred Renauer, der die Wiese nutzt, um zurückzukommen und sich nach wie vor der Konkurrenz von Kim Lewis Schramm und Jannes Fittje zu halten. Also Fredel Renauer, wie sie ihn alle nennen, mit einem guten Start auf dem 7er P-Code Herbert Motorsport Porsche. Jetzt schon eine Position nach vorne gefahren. Die Meisterschaftskandidaten in Mercedes Blau, das ist Luca Stolz. Patrick Niederhauser im Audi, ebenfalls hellblau mit den gelben Markierungen, sind weiter hinten intensiv miteinander beschäftigt im Duell um die 11. und 12. Position. Hat aber der Schweizer, der amtierende Champion, am Ende das bessere Ende für sich und geht vorbei am Mercedes-Piloten im Talksport WRT-Auto. Bentley gegen BMW, weiter hinten das Duell. Insgesamt ja 7 Hersteller in der Liga der Supersportwagen unterwegs. Ja, und der Bentley hat schon ein bisschen federn lassen müssen, während Niederhauser den nächsten holt. Das ist Christian Engelhardt, SSR Performance. Da geht es in der Tabelle nur von einem Punkt miteinander getrennt. Ja, ist das hier deutlich enger. Nicht ein Punkt, sondern ein Millimeter war das gerade beim Rausfahren aus der Ecke. Und der Mann, der sich gewagt hat, auf Slicks in dieses Rennen hineinzustarten, Elia Erhardt, Führender in der Trophy-Wertung, der hat alle Hände voll zu tun, kann aber im Gegensatz zur Konkurrenz das Auto auf der Straße halten. Hendrik Skog, Laufsieger am Red Bull Ring, stellt den 10er Schubert BMW M6 erstmal ab, kann er dann Gott sei Dank wieder starten und die Fahrt fortsetzen. Ja, freundliche Mithilfe von Charles Wertz im WRT Audi in Schwarz, der ihn da so ein bisschen in diesen Dreher hinein randaliert. Der Bremse, das Berühren der beiden Fahrzeuge und dann bei den Bedingungen kein Halten mehr für den Schweden. Dann der nächste BMW M6, bisschen neben der Strecke, allerdings hat er Glück, kann das Auto retten, anders als das Viererauto. Da sehen wir Hendrik von Danwitz auf Abwägen, das Safety Car auf der Strecke, um das Fahrzeug vor Öffnen des Boxenstoppfensters aus dem Kies herauszuziehen. Restart, gewohntes Bild an der Spitze. Na, erstmal sehen wir nur die Scheinwerfer und dann taucht hinter den Scheinwerfern der Porsche mit der 99, Robert Renauer, Indy Dontje und Stijn Schotthorst auf. Und da versucht man gerade diesen Restart zu nutzen, um Positionsverschiebung zu vollziehen. Ja, Audi von Rutronic Racing, SSR Performance, Porsche und der Talksport WRT Mercedes dicht beieinander. Die versuchen natürlich, maximale Punktausbeute für den Porsche von Renauer zu verhindern. Aber sind erstmal mit sich selber beschäftigt. Engelhardt versucht es immer wieder an Niederhauser vorbeizugehen.
Und dann kommt diese Situation. Luca Stolz schert ein bisschen aus und wird dann von Kim Luis Schramm getroffen. Kurve 1, ja, das Rad hinten links komplett verbogen, im Radkasten drinne stehen. Nuller für die 22. Die Mannschaft, die hier zum Saisonstart das Samstagsrennen gewonnen hat, ist jetzt raus aus den Rennen. Raus aus dem Fahrzeug ist dann für Robert Renauer, der Führende im Rennen, einer der Ersten, der zum Boxenstopp reinkommt, gemeinsam mit Indy Dontje, der den gelben Mannfilter Mercedes an Maximilian Götz übergibt. Aber das wird sich im Verlauf des Rennens noch rächen. Bachler rutscht den Helm zurecht und rutscht dann mächtig über den glitschigen Asphalt, verliert wertvolle Meter auf seinen beiden Runden. Im Vergleich dazu, Max Hofer bringt den Monoplast bei Land Audi deutlich später in die Box und Christopher Haase auf einmal in führender Position. Und das Ganze vor Sebastian Asch, der hat den 7er Precourt Herbert Motorsport Porsche von Alfred Renauer übernommen. Klaus Bachler sitzt vertretungsweise für Sven Müller im Precourt Herbert Motorsport Porsche mit der 99 und muss sich gleich den Angriffen von Maxi Götz im gelben Wandfilter Mercedes erwehren. Ja, da macht Götz kurzen Prozess und vorbei ist er. Jetzt kämpft er gegen seinen 2012er Meisterschaftskollegen. Mit Sebastian Asch zur Meisterschaft gefahren. Jetzt im Rad-an-Rad-Duell. Ausgangskurve Nummer 8 muss er sich zunächst nochmal im Windschatten einordnen. Auf der Bremse versucht er es dann außen. Aber das wird noch nicht funktionieren. Asch hat dann bisschen Mid-Speed-Corner-Schwierigkeiten. Das eröffnet auch mal die Möglichkeit für Bachler. Der fährt auf dem Kiesstreifen durch die Wiese. Nochmal neben das Auto von Götz. Auf der Bremse vielleicht ein Versuch, aber da zieht er zurück. Wichtige Punkte sind gerade für Robert Renauer deutlich wichtiger als ein Positionsgewinn. Nesca-Turn Nummer 3 hier am Lausitzring-Oval. Und dann war doch nochmal der Versuch eines Konters auf der Bremse, Kurve 1. Aber da macht das Götz clever, fährt einen weiteren Bogen, lässt da Bachler den Platz, der vorsichtig mit dem Auto umgeht, will keine wertvollen Punkte verlieren. Die sind nicht so vorsichtig mit dem Auto umgegangen, Johansen und Salacquada, beide draußen, beide Autos mussten geborgen werden und brachten das zweite Safety Car im Verlauf des Rennens auf die Strecke. Der orange Lambo mit Tim Zimmermann ist noch zwischen dem Führungsfahrzeug und dem Safety Car, geht aber hier vorbei, sodass Christopher Haase vom Safety Car eingefangen wird. Der Restart dann souverän für Haase und Götz, der vorbeigegangen ist an Alfred Renauer und sich damit Position 2 sichert und auch sich damit nicht wirklich zufrieden gibt. Der macht weiter Druck auf die Spitze, während es weiter hinten im Feld zu dritt, zu viert nebeneinander munter zur Sache geht. Einmal Audi-Kegeln in Form von Dries Fantor, Zackspeed-Pilot in Weiß, hat da ein bisschen ausgeteilt, wird sich die Rennleitung im Nachgang nochmal anschauen. Die letzten Meter, Samstagsrennen, Lauf Nummer 11 der Saison. Sehen wir die 10. Siegermannschaft? Ja, mit Sicherheit. Aber wer wird es sein? Wird es der Land-Audi oder der Mannfilter Mercedes? Beschleunigungsduell auf Start und Ziel. Götz zieht nochmal runter. Der kürzere Weg, aber die Zielflagge, das schwarz-weiß karierte Tuch, sieht Christopher Haase und Max Hofer als Erster und Gewinn für die Montaplast bei Landmannschaft das Samstagsrennen in der Lausitz und das zur Freude der ganzen Mannschaft. P1, das ist das, was wir das ganze Jahr eigentlich versuchen zu erreichen. Heute haben wir es geschafft. Den Grundstein hat ganz klar der Max Hofer gelegt. In seiner ersten halben Stunde, halben Rennphase hat ein grandioses Stint hingelegt. Und natürlich auch die Strategie, die jetzt unser Team Land Motorsport gefahren hat, die war der richtige Call. Die stehen ganz oben mit dabei, Mannfilterteam HTP Winboard und die 99. Robert Renauer und Klaus Bachler nach einer Zeitstrafe für das Schwesterauto. Ja, Spannung pur, also in Sachen Meisterschaftskampf beim ADAC GT Masters, aber eben nicht nur da, auch in der ADAC Formel 4 ging es richtig heiß zur Sache. Auch da haben zwei Kandidaten noch die Möglichkeit, Meister zu werden. Es wurde also ordentlich gefightet und wie die Rennen ausgegangen sind, das verrät Ihnen Michael Beuschlein.
Nasse Strecke beim ersten Lauf des Wochenendes in der ADAC Formel 4 am Samstag. Einiges an Spray beim Start und schlechte Sicht für die Fahrer. Schlecht auch der Start von Polesitter Elias Seppänen, ganz im Gegensatz zu Tim Tramnitz. Der Deutsche von Platz 3 gestartet, übernimmt direkt die Führung. Doch Mitte der zweiten Runde wird Tramnitz zum Opfer der schlechten Bedingungen. Er verliert das Auto, dreht sich und fällt zurück auf Position 7. Seppänen nun wieder Erster. 5 Minuten später die Attacke von Joshua Dirksen im pinken Auto mit der 29 auf den führenden Finnen. Nach dem Parallelflug versucht Dirksen es über außen, mutig bei diesen Bedingungen, doch er schafft es und hat Glück, dass Seppänens Drift ihn nicht trifft. Gut zurecht im Regen kommt auch der Franzose Victor Bernier mit der Startnummer 4. Für ihn ging es von Platz 8 ins Rennen. Hier holt er sich bereits die dritte Position vom Russen Kirill Smol. Nach einem Drittel Renndistanz häufen sich die Ausrutscher auf der Strecke. Und es trifft auch Elias Seppänen. Einmal nicht zu 100% aufgepasst und weg ist Platz 2 für den Finnen. Der nächste Ausflug ist noch bitterer. Joshua Dirksen, der Führende, rutscht ebenfalls an selber Stelle von der Strecke in den Matsch. Der Vorsprung von knapp 4 Sekunden und damit auch der Laufsieg futsch. Den holt sich nach 15 Runden der Rookie Vladislav Lomko vom Team Us Racing. Zweiter wird der Franzose Victor Bernier vor Elias Seppänen auf Platz 3. Yeah, I'm really satisfied. Ich bin sehr zufrieden. Das war für alle ein wirklich hartes Rennen. Es ist viel Unerwartetes passiert. Über den Sieg bin ich deswegen sehr froh. Yeah, but I'm really happy. Rennen 2 am frühen Sonntagmorgen wird vom Russen Kirill Smol angeführt. Der meisterschaftsführende Johnny Edgar, der am Samstag nur einen enttäuschenden 7. Platz einfuhr, hatte für diesen Lauf eine schwierige Aufgabe zu stemmen. Er konnte im Qualifying keine Zeit setzen und geht vom letzten Platz in die zweiten 30 Minuten dieses Wochenendes. Nach der ersten Kurve hat Edgar bereits ordentlich aufgeholt, ist schon 8. Ganz vorne Kirill Smol, dahinter Edgars Meisterschaftsverfolger Jack Crawford. In der dritten Runde sehen wir diese Attacke von Elias Seppänen auf den drittplatzierten Tim Tramnitz. Und der Finne zerstört sich dabei die Radaufhängung vorne rechts. Das Rennen für den drittplatzierten der Meisterschaft damit vorbei. 13 Minuten gefahren und an der Spitze tut sich was. Jack Crawford nutzt das leichte Übersteuern von Kirill Smol und holt sich die Führung. Und dahinter taucht auch schon Crawfords Teamkollege Johnny Edgar auf. Der ist in der Anfangsphase souverän von Startplatz 13 bis auf Platz 2 vorgefahren. Doch eine Runde danach der herbe Rückschlag für den Briten. Beim Angriff auf seinen Teamkollegen kommt es zur Berührung. Edgars Frontflügel wird dabei beschädigt und muss anschließend in der Box ausgetauscht werden. Von 13 auf 2 und zurück auf Platz 10, ganz bitter für den Tabellenführer. Er wird am Ende 7. Eine Runde vor Rennende auf Startziel. Kirill Smol mit der Startnummer 6 muss sich energisch gegen den Angriff von Tim Tramnitz verteidigen. Aber der Deutsche bleibt aggressiv. Mit einer leichten Berührung drückt er sich vorbei auf die 2. Position. Kurz danach ist Schluss. Jack Crawford gewinnt den 2. Lauf und macht somit einiges an Boden im Titelkampf gut. Das war wirklich wichtig für die Meisterschaft. Ich bin jetzt viel näher dran. Das nächste Rennen beginnt mit Reverse Grid, das heißt Johnny startet aus der ersten Reihe und ich von P8 in der Mitte des Feldes. Da muss ich mein Bestes geben, aber zum Glück ist es nicht das letzte Rennen der Saison. Beim 3. Lauf des Wochenendes durch das angesprochene Reversed Grid, die ersten 8 Fahrer des 2. Laufs in umgekehrter Reihenfolge, Royer Mejuhas also auf der Pole vor Johnny Edgar. Im Gegensatz zum frühen Vormittag nun wieder regennasse Fahrbahn, Mejuhas mit viel Wheelspin, aber auch Edgar mit einem schlechten Start. Die Führung übernimmt Victor Bernier mit der Startnummer 4. Ganz übel läuft die Startphase für Jack Crawford, der fällt von 8 zurück auf den letzten Platz. 5 Minuten später muss Johnny Edgar eine weitere Position hergeben. Kirill Smol, der Russe, holt sich die 4. Position vom Meisterschaftsführenden. Und wenige Runden später geht's für Edgar dann auch noch ab durchs Kiesbett. Zu spät auf der Bremse, das kostet den 16-Jährigen weitere 3 Plätze. Einige Meter weiter vorne behaken sich Kirill Smol und Oliver Behrmann im Kampf um die 2. Position.
Es kommt zur Berührung und dabei bricht Behrmanns Radaufhängung. Das Auto nicht mehr lenkbar und das wird zum Verhängnis für Jack Crawford. Behrmann trifft den Red Bull Junior am Heck und der zweite der Gesamtwertung bleibt im Kiesbett stecken und scheidet aus. Den Laufsieg holt sich nach 14 Runden Victor Bernier vor Tim Tramnitz, der sich mit seinem zweiten Platz vorzeitig den Titel in der Rookie-Wertung sichert. Der meisterschaftsführende Johnny Edgar wird Vierter. Ich hatte Glück, denn nicht nur ich, sondern auch meine Konkurrenten haben an diesem schwierigen Wochenende nicht so gut gepunktet. Es gab viele Fehler, einige Unfälle und dadurch habe ich immer noch einen recht komfortablen Vorsprung für die letzte Runde. 23 Zähler beträgt Johnny Edgars Vorsprung auf seinen Teamkollegen Jack Crawford bei noch 3 zu fahrenden Rennen. Es wird also spannend am kommenden Wochenende beim großen Finale in Oschersleben. Willkommen zurück beim ADAC GT Masters Magazin, wo es am Lausitzring ordentlich zur Sache gegangen ist. Natürlich beim GT Masters, aber eben auch in den anderen Rennserien, zum Beispiel in der ADAC TCR Germany. 2 Rennen standen da auf dem Programm, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Und wie die gelaufen sind. Das verrät Tobi Schimon. ADAC TCR Germany. Wir sind auf dem Lausitzring. Samstagsrennen und es war ja Mischbedingungen angesagt, weswegen die Vogelbrüder beide mit unterschiedlicher Bereifung gestartet sind. Vorne Slicks, hinten Regenreifen. Und da hatte man zunächst das Gefühl, das könnte sich ausbezahlen. Allerdings übernimmt zunächst Albert Legutko hier links im Honda Civic die Führung, schiebt sich vorbei an Antti Buri. Der Gesamtführende Harry Procek hatte einen katastrophalen Start hingelegt, musste dann sogar hier ausweichen und dann nur noch auf einmal von Position 8 das Feld sehen. Also sehr ungewöhnlich schlechter Start für den Champion vom Jahre 2018. Marcel Fuge, der hatte zu kämpfen hier im roten Honda. Wurde da mal kurz angeschubst, doch dann ging es weiter. Und Antti Buri mittlerweile an der Spitze. Der setzte sich dann ab. Er ist der Verfolger von Harry Potsche, genauso wie Dominik Vogel. Aber diese Taktik mit den 2 unterschiedlichen Reifen, die ging nicht auf. Powerstart allerdings von Albert Legutko hier in der Mitte. Schwarz-rotes Fahrzeug. Und er pumpt sich an die Spitze. Zunächst muss dann aber in der ersten Kurve Antti Buri wieder vorbeiziehen lassen. Legutko bekam dann auch noch von hinten ordentlich Lichthupe angezeigt, nämlich Harry Procek, der Champion des Jahres 2018 und Gesamtführende, kam immer näher und kommt dann auch vorbei an ihm. Klasse Manöver, einfach überholt und dann hat er ihn. Aber sie lieferten sich ein tolles Duell, die beiden. Und es ging hier ums Podium, Platz 2, Platz 3 für die beiden. Jetzt also in umgekehrter Reihenfolge. Harry Procek will seinen 2. Titel in der ADAC TCR Germany feiern. Hinten das Duell, Tovli Avicius auf der rechten Seite mit dem VW Golf. Allerdings war das kein Duell, denn die unterschiedliche Bereifung, also vorne Slick, hinten Regenreifen, zeichnete sich weder für Marcel noch für Dominik Vogel aus, der hier zwar einen tollen Fight sich liefert, doch das ging dann gleich nicht ganz mit rechten Dingen zu. Werden wir sehen. Dominik Vogel jedenfalls hier noch vor Tobi Avicius und auch Marcel Vogel gibt hier Vollgas. Marcel Vogel schubst ein bisschen aufs Heck. Tobi Avicius kann das Auto abfangen, weiterfahren für Marcel. Allerdings ist das Rennen vorbei. Wir sehen es vorne rechts. Das Rad, das ist eingeknickt und daraufhin war für ihn die Show am Samstag beendet. Dominik Vogel dann verpasst den Bremspunkt, geht hier den weiten Weg durch den Notausgang, will dabei keine Zeit verlieren, nutzt diese Schikane, die er dann durchfahren muss und ist danach ziemlich schnell. Und zwar so schnell, dass er erstmal vor Jan Seifert rauskommt, dafür allerdings eine Boxendurchfahrtsstrafe bekommt. Vorne Antti Buri, gefahrlos zum Sieg. Und er war natürlich mega happy. Es war ein tolles Rennen. Wir hatten schwierige Bedingungen, aber ich konnte zu Beginn einige starke Runden fahren. Gutes Rennen, hat mir Spaß gemacht. Sonntag, 2. Lauf, dieses Mal zu nass, keiner versucht irgendwas mit den Reifen, aber wieder Turbostart der Honda Civics. In diesem Fall rechts mit der 17, das ist Albert Legutko, der hier top wegkommt. Dahinter die beiden Vogelbrüder, Dominik und Marcel Vogel, auch die
machen am Anfang die Honda Civic Festspiele perfekt. Die drei vorne, dahinter hingegen ging es ganz schön zur Sache. Achtung, Albert Legutko hier muss sich zunächst überholen lassen von Dominik Fuge, der sich hier in die Spitze setzt. Und Antiburi hier mit der gelben Front versucht ebenfalls hier weiter nach vorne zu kommen, während Albert Legutko hier mit der schwarzen Front nicht locker lässt und weiter Druck ausübt. Harry Procek, ja, der musste mal wieder von hinten das Feld aufräumen, allerdings wegen der Reverse-Grid-Regel, doch für ihn ging es im Laufe des Rennens weit nach vorne. Marcel Fuge, der Pechvogel vom Samstag, auch am Sonntag im Pech, kriegt hier einen kleinen Schubser auf das Heck, kommt in den Quersteher, kann aber weiterfahren. Somit keine ehrliche Option, um irgendwie ihn zu bestrafen. Harry Procek schiebt sich dann wenig später auch noch vorbei. Hier mit Grün auch kleine Berührung. Aber das gehört zur ADAC TCR Germany natürlich auch ein bisschen dazu. Kleine Berührungen, kleine Nicklichkeiten, solange es da für alle heil ausgeht, hat die Rennleitung auch keine Veranlassung, hier irgendeine Strafe auszusprechen. Harry Procek schiebt sich damit zunächst auf die vierte Position hinter Antiburi, Legutko und Dominik Fuge. Wenig später schnappt sich Antiburi den Youngster Legutko, der so happy war, dass es am Samstag aufs Podium ging. Ist ja einer, der alles selber organisiert. Und hier muss er sich dann allerdings auch noch Harry Procek geschlagen geben. Aber in einem Honda Civic aus dem Jahre 2016 mit sehr viel Klein- und Handarbeit so tolle Rennergebnisse zu zeigen, ist dann natürlich überragend. Vorne der ungefährdete Sieg für Dominik Fuge. Wir haben gestern ein bisschen gepokert. Ich habe gedacht, dass die Strecke vielleicht schneller abtrocknet, als das der Fall war. Wir sind auf Slicks gegangen, waren die Einzigen, die auf Slicks unterwegs waren. Hat sich logischerweise gezeigt, dass es die falsche Entscheidung war. Und ja, deswegen ist der Sieg heute umso schöner. Mit Regenreifen. Und so bleibt es weiter spannend in der ADAC TCR Germany. 9 Punkte Rückstand für Antiburi, 18 für Dominik Fuge auf den gesamtführenden Harry Procek. Weiter geht's nächstes Wochenende in Oschersleben. So, jetzt haben wir schon einige Rennserien gesehen, eine allerdings noch nicht, ADAC GT4 Germany, nämlich auch da die heiße Phase schon längst begonnen in der Saison. Wie die beiden Rennen am Lausitzring gelaufen sind, das verrät Ihnen Michael Bäuschlein. Ein Bild, das fast schon an die 24 Stunden auf dem Nürburgring erinnert. Samstag 17 Uhr, die Startzeit für den ersten Lauf der ADAC GT4 Germany am vergangenen Wochenende auf dem Lausitzring. Dementsprechend dunkel ist es bereits Ende Oktober. Auf der Pole Gaststarter Tim Heinemann im einzigen Aston Martin des 20 Fahrzeuge starken Feldes und der 23-Jährige bleibt auf den ersten Metern auch in Führung. Mit einem Blitzstart schießt durch die Mitte des Feldes der blaue Porsche mit Jan Kasperlik vor auf die zweite Position. Ungewohnte Situation für die Piloten der GT4-Rennwagen. Fred Martin Dye im McLaren ist einer von vielen in der Anfangsphase, die in der Dunkelheit Probleme haben, den richtigen Bremspunkt zu finden. Nach etwa 15 Minuten ist Julien Apotello, der Tabellenführer, nach einem etwas verpatzten Start wieder auf dem Vormarsch und holt sich Ende der Start-Zielgeraden den dritten Rang von William Trigotta. Kurz vor dem Öffnen des Boxenstopp-Fensters ist Jan Marschalkowski im Mercedes-AMG bereits an Jan Kasperlik im Porsche auf Platz 2 vorbeigegangen und kommt einige Minuten später zeitgleich mit dem führenden Tim Heinemann zum Boxenstopp. Der übergibt das Lenkrad des Aston Martin an Moritz Österreich und bei Mercedes-AMG tauscht Jan Marschalkowski mit Hendrik Still. Einige Minuten danach sind die Führenden in folgende Szene verwickelt. Hendrik Still überholt während einer Safety-Car-Phase das Führungsfahrzeug, den Aston Martin. Die Entscheidung der Rennleitung erfolgt nach dem Rennen, 30 Sekunden Zeitstrafe, was am Ende Rang 7 für die Mercedes-Piloten bedeutet. Etwa 15 Minuten vor Schluss, der weiße Porsche mit Joel Sturm am Steuer, der war zur Rennhälfte nur Zehnter, taucht plötzlich an der Spitze auf und schnappt sich den zweiten Platz von seinem Teamkollegen in Blau, Nikolai Möller-Madsen. Doch der Konter kommt in Runde 24, Möller-Madsen drückt sich wieder vorbei an Sturm und holt sich die zweite Position zurück. Für Sturm kommt es ein paar Minuten später noch dicker, er vergräbt seinen Porsche im Kies und scheidet aus.
Nach 28 Runden fahren Moritz Österreich und Tim Heinemann im Aston Martin bei der Nachtpremiere der ADAC GT4 Germany als Erste durchs Ziel. Die Gaststarter werden allerdings nachträglich für Überholen unter gelber Flagge mit einer 30 Sekunden Zeitstrafe belegt. Der Sieg geht damit an die zweitplatzierten Porsche-Piloten Nikolai Möller-Madsen und Jan Kasperlik. Also es war relativ schwer. Die ersten Martin-Jungs waren eigentlich nach dem Qualifying eigentlich uneinholbar weg im Regen. Wir konnten aber trotzdem super, also einen guten Start habe ich erwischt von 4 auf 2 an der ersten Ecke. Konnte dann sauber übergeben. Wir haben ja die 7 Sekunden Standzeitverlängerung gehabt, aber trotzdem kam er auf 3 raus wieder. Also war alles mega gelaufen. Inlap war gut, Nikolas Outlap war top. Und somit jetzt P2, aber da die Jungs auf dem ersten Martin Gaststarter sind, kriegen wir 25 Punkte, als wäre es der erste. Aber die Standzeit sind halt trotzdem nicht 7 Sekunden, sondern 5 Sekunden. Also alles besser hätte gar nicht laufen können. Gut lief es für das Team von Allied Racing auch im Qualifying. Pole Position in Lauf 2 für Nikolai Möller-Madsen. Doch der wird in der ersten Kurve direkt von Hendrik Still im weißen Mercedes AMG von hinten angeschoben und landet im Gras. Christopher Dreispring im McLaren mit der Startnummer 59 und Marvin Dienst im schwarzen Mercedes AMG gehen zunächst in Führung. Mitte der ersten Runde verliert dann Hendrik Still ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug und es kommt zum Unfall mit dem McLaren von Phil Dörr. Und der dreht sich direkt vor den KTM von Reinhard Kofler, der kann nicht mehr ausweichen und kracht dem McLaren voll in die Seite. 3 demolierte Autos, viele Einzelteile und einiges an ausgetretenem Kühlwasser auf der Strecke sorgen für eine Rennunterbrechung. Der Restart rund 20 Minuten später findet schon bei kompletter Dunkelheit statt. Da die erste Runde nicht vor der Unterbrechung zu Ende gefahren werden konnte, gilt die Reihenfolge des Starts. Jan Kasperlik im Porsche ganz vorne, dahinter Christopher Dreispring im McLaren und Mercedes-Pilot Marvin Dienst. Das Boxenstopp-Fenster öffnet während einer weiteren Safety-Car-Phase, was fast alle Teams zum Fahrerwechsel nutzen. Der führende Porsche muss nach seinem zweiten Platz am Samstag 5 Sekunden länger stehen und so reiht sich Jan Kasperlik nur als Fünfter wieder in das Feld ein, nachdem er das Lenkrad von Nikolai Möller-Madsen übernommen hat. An der Spitze nach den Boxenstops nun Alexei Sitzow im 59er McLaren, vor Dennis Fetzer im Porsche mit der Startnummer 21 und William Tregarter im Audi von T3 HRT Motorsport. Der Sonntagslauf der ADAC GT4 Germany bei diesen Lichtverhältnissen eher durchwachsen. Viele Safety-Car-Phasen, nur wenig Racing und so zieht die Rennleitung rund 8 Minuten vor Ende einen Schlussstrich und bricht das Rennen komplett ab. Die Sieger heißen nach nur 14 gefahrenen Runden Alexei Sitzow und Christopher Dreispring im McLaren von Dörr Motorsport vor William Tregarter und Hugo Sasse im Audi. Die Gaststarter Tim Heinemann und Moritz Österreich fahren mit Platz 3 ihr zweites Podium an diesem Wochenende ein. In der Gesamtwertung führen vor dem letzten Rennwochenende Julian Apotelot und Luca Sandro Treffz das Tableau noch immer an. Dahinter nun das Porsche-Duo Kasperlik und Möller-Madsen vor den BMW-Piloten Piana und Schrei. Ja, das waren also die beiden Rennen in der ADAC GT4 Germany. Ein Rennen beim GT Masters haben wir uns gerade schon angeschaut. Das Sonntagsrennen sind wir Ihnen allerdings noch schuldig. Und da ging es eben weiter heiß zur Sache in Sachen Meisterschaftskampf. Patrick Simon, bitte. Ja, und das ist richtig. Das war schon in der Qualifikation ganz, ganz schwierig für die Top-Shots. Weil am Anfang war es trocken, da waren alle in der Box und am Ende war es nass. Da waren keine Zeiten mehr möglich. Fred Wewisch, der Belgier, hat alles richtig gemacht. Ganz früh rausgefahren, Trainingsschnellster. Ebenso Calvin van der Linde, Tabellenführer. Scheint auch am Ende der Saison alles wieder richtig zu machen. Dann der Start. Die beiden 911er von den Renauer Zwillingen wieder gut wegkommen. Und Jeffrey Schmidt, der Corvette-Pilot, richtig über das Ziel hinausschießt, kann sich aber hinter Frederik Wewisch auf die 2. Nee, da geht Calvin van der Linde noch durch auf die dritte Position einreihen. Dennis Marshall, der Teamkollege, wird auch gern noch mit durch für die Rotronic Racing Mannschaft, aber findet die Lücke nicht, bleibt erstmal dahinter. Doppelführung für Audi. Ja, und dann ist Marshall doch durch. Allerdings beschleunigt die Corvette dann im Geradeauslauf deutlich besser. Gehen sie weiter hinten zu 2, zu 3, zu 4 nebeneinander aus dieser Kurve Nummer 5 heraus. Jeffrey Schmidt, der außen mitfahren kann im Duell gegen Dennis Marshall, drückt dann Marshall so ein bisschen raus in die Wiese. Der bleibt im Schlamm hängen und verliert 2 Positionen
an die beiden 911er-Piloten. Sebastian Asch fährt ja mit Alfred und Klaus Bachler, mit Robert Rehner. Und dann weiterhin im Feld Maro Engel, der mit Winky aneinander gerät. Markus Winkelhock, auch der Porsche von David Jahn auf Abwägen. Aber da hat es mal richtig gescheppert und gerumpelt. Rumpelt sich dann Klaus Bachler vorbei an Jeffrey Schmidt. Das Ganze immer noch im Verlauf der ersten Runde. Sehr intensiv, sehr wild und heiß geführt, die Zweikämpfe. Michael Ammermüller von 25, die Tabellenzweite gestartet, fährt auf Position 10. Und das am Ende der ersten Runde. Der hat alles richtig gemacht und sich bestens durch den Verkehr hier durchgeschoben, fährt vor Augusto Farfus bei seiner ADAC GT Masters Premiere im MRS GT Racing BMW. Außenrum kommt aber Maro Engel und er geht vorbei am Brasilianer, der jetzt erst seine allerersten Meter am heutigen Tag hier fährt. Maro Engel dann vorbei an Ammermüller, holt sich jetzt Dennis Marschall, kommt weit raus, drückt sich aber dann innen auf dem Körb daneben und Marschall zum zweiten Mal in der Schlammpackung und verliert die Position gegen Ammermüller. Und auch Maximilian Götz, der im gelben Mantelfilter Team HTP Winward Mercedes da vorbeikommt. Augusto Farfus und Dries Fantor dann mit einer Berührung, die in dem Dreher für den Brasilianer endet. Schauen wir hier auf die nächste Kampfgruppe. Maro Engel im Duell gegen Jeffrey Schmidt. Der Corvette-Pilot war stark in der Qualifikation, weil er das richtige Zeitfenster gefunden hat, aber kann bei den schwierigen Bedingungen nicht wirklich mit der Konkurrenz mithalten. Die Callaway Competition Corvette, ein richtiges Biest heute hier auf dem Lausitzring. Götz geht auch vorbei am 77er Callaway Competition Auto und macht Boden gut, verfolgt Maro Engel, der vor ihm auch keine so gute Ausgangssituation nach dem Training hatte, aber es scheint, als könnte man Schadensbegrenzung betreiben, weil natürlich die Titelverteidiger vorne auf zwei liegend die besten Voraussetzungen für richtig viele Punkte heute haben. Sieht dann so aus, als könnte Van der Linde vorbei an Welwisch sogar die Führung übernehmen. Aber Van der Linde entscheidet sich einfach hinterher zu fahren. Dann Philipp Frommenwiller im roten Mercedes, Ammermüller im grün-schwarzen Porsche. Und dann die Mannschaft aus dem Hause Zaxbeat und Bentley. Frommenwiller setzt sich dann am Ende durch und nimmt dem stark in der Anfangsphase fahrenden Porsche eine Position ab. Dann die Spitze drinne in Form von Kelvin van der Linde. Der allerdings findet den richtigen Parkplatz vor der Rotronic Racing Box nicht. Patrick Niederhauser weiß nicht, was zu tun ist. Auch van der Linde, was mache ich? Sitzen bleiben? Doch aussteigen? Kommt dann Niederhauser angeeilt. Die große Hektik, die große Panik bricht aus. Niederhauser weiß nicht, was zu tun ist. Stürmt dann doch in Richtung Cockpit. Anschnallen, Hektik, all die Routine, die man lernt, die man trainiert, ist flöten. Dann fährt man auch an der Konkurrenz vorbei. Der Gurt nicht richtig fest, die Gurte nicht richtig drauf. Auf jeden Fall schon mal Luca Stolz im Talksport WRT Mercedes vorbei. Und damit ging es auf jeden Fall mal eine Position nach hinten. Kelvin van der Linde sucht die Erklärung, warum er einfach nicht am richtigen Boxenstandplatz stehen geblieben ist. Ja, da muss Niederhauser sogar den Gurt nochmal aufmachen, um ihn richtig über das Head-and-Neck-Support-System zu legen, freihändig. Ja, das ist auf jeden Fall ein Manöver. Kommt dann der Spitzenreiter rein, die Mannschaft von WRT, aber auch Robert Renauer, der von Klaus Bachler übernehmen möchte. Und da sieht das natürlich auch viel, viel ruhiger aus, wenn man am richtigen Standplatz zum Stehen kommt. Renauer dann auch im Cockpit der 7. Allerdings Alfred, der Zwillingsbruder, war früher schon in der Box, hat dann ein beinhartes Duell mit der Konkurrenz beim Rausfahren. Schauen wir uns das nochmal in Ruhe an. Niederhauser zum Sprinten parat. Ja, der Wagen steht nicht da, wo er hingehört und ist sich unsicher, ob er laufen darf, ob er nicht laufen darf. Ja, ist die Konkurrenz in der Boxengasse auch irritiert. Was mache ich jetzt? Manuel Reuter zeigt ihm noch, geh jetzt dahin und steigt da ein.
und die Diskussion natürlich in der Rotronic-Box Fabian Plenz. Wird es aber definitiv eine Strafe geben. Falscher Standplatz in der Boxengasse ist nicht erlaubt. Und so sieht's aus nach dem Boxenstopp. Benjamin Goethe vorne hat den 30er WRT Audi übernommen und fährt vor der Konkurrenz von Porsche. Mick Wieshofer im Mercedes und Friedel Renauer im zweiten Pricot Herbert Motorsport Auto. Dann ist es Wieshofer, der dran ist und vorbeigeht an Robert Renauer. Platz 2 übernimmt vom 99er Porsche Piloten und kurze Zeit später auch noch der Führende ist. Ein ganz einfacher Grund. Der Audi der WRT-Mannschaft kriegt ebenfalls eine Durchfahrtsstrafe. Mechaniker waren nicht hinter der Linie, als das Auto wieder losfahrte. Sehen wir hier noch, wie Mick Wieshofer für die Zackspeed-Mannschaft den Überholvorgang komplettiert. Wieshofer ist dann sogar dran, will die Führung übernehmen. Aber wie gesagt, Benjamin Goethe muss abbiegen. Durchfahrtsstrafe. Und das Ganze ist am Lausitzring noch eine relativ kurze Variante. Hier sieht man es. Ja, fährt schnell in die Boxengasse rein, während die Konkurrenz außen noch über die lange Streckenvariante fahren muss. Verliert man hier 2, maximal 3 Plätze. Damit noch sehr gnädig die Strafe im Resultat. Niederhauser, der war schon in der Box, kommt dann unmittelbar hinter Goethe auf der Strecke, aber relativ schnell an ihm vorbei. Weiter hinten im Feld wird Beinhardt gekämpft und Charles Wertz einmal mehr mit den ausgefahrenen Ellenbogen. Hier allerdings schneidet er sich ins eigene Fleisch, dreht sich, kann aber die Fahrt fortsetzen. Dahinter die Duelle, das zweite Zackspeed-Auto, Lamborghini. Und Vortagssieger Max Hofer im Montaplast bei Land Audi setzen sich hier durch gegen Hendrik Still. Frank Pereira fährt vor ihm im Duell um die 12., 13. und 14. Position. Christian Engelhardt hat mächtig zu kämpfen. 11. Position, verliert hier den Platz allerdings gegen Frank Pereira. Der hilft ihm allerdings und räumt kurze Zeit später die Corvette vor sich weg, sodass Engelhardt zwar momentan eine Position verliert, aber später sie quasi wieder zurückbekommt. Da sehen wir es im Bild. Die Tür ist offen. Markus Popper lässt den Platz bzw. fährt eine andere Linie im Regen. Und der Stier schiebt einfach mal richtig los. Sie schieben in Richtung Start und Ziel. Und das zum ersten Sieg für Mick Wieshofer und Dorian Boccalacci. Die beiden Rookies ganz oben auf dem Podium mit dem Sieg beim Sonntagsrennen. Toller Erfolg für die Mercedes AMG GT3 Mannschaft. Podium wird komplettiert von den Renauer Zwillingen. Beide für die Pricot Herbert Motorsport Mannschaft ist Robert Renauer auch der große Gewinner, was die Punkte angeht. Ich habe schon am Repo-Ring gesagt, wir geben nie auf. Wir werden immer weiterkämpfen bis zum letzten Rennen. Jetzt sind 5 Punkte, also noch alles drin. Wir haben momentan den besten Run von allen, würde ich sagen. Deswegen gehe ich auch optimistisch nach Oschersleben. Und genau das gilt, das Momentum mitzunehmen zum großen Finale, freuen sich hier Wieshofer und Boccalacci zum Sieg, genau wie Peter Zakowski. Ja, es ist ein mega Gefühl, ja. Du arbeitest das ganze Jahr darauf hin, aufs Podium zu fahren oder zu gewinnen. Ne? Und wenn es dann endlich klappt, ist zwar spät, aber natürlich freuen wir uns alle noch. Fürs Team ist wichtig, für die Mechaniker, die arbeiten rund um die Uhr, dass wir im Kreis fahren können. Da ist man natürlich froh, dass man was zurückgeben kann. Ne? Und das mit der Champagnerdusche klappt auch schon bestens. Es ist alles angerichtet fürs große Finale in Oschersleben. Es bleibt also richtig spannend in Sachen Meisterschaftskampf beim ADAC GT Masters 2020. Und es geht auch Schlag auf Schlag weiter. Am Wochenende nämlich schon Oschersleben, das große Finale. Und dann wissen wir eben endgültig, wer Meister 2020 wird. Bis dahin eine schöne Zeit.